Ist alles okay mit dir, Penking? Der bewässert gerade unsere Reparaturbank und den Satteltisch, sag ich mal, für die Pals. Hat der irgendwelche Fehler? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe mal einen Screenshot davon gemacht. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt geht er wieder. Ja. Tschüss, Penkin. Ach, guck mal, unser provisorischer Adler hängt da hinten bei mir auch wieder neben der Brücke. Ich weiß nicht, ob du ihn da sehen kannst. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Palworld. So, die Stunde der Wahrheit. Sag mir bitte, dass das alles so passt hier. Eins. Ist jetzt nichts drin, was gerade. Nee. Eins, zwei. Zack. Warum machst du die eigentlich nicht noch ein bisschen an die Wand mehr? Im Moment kann ich gerade gar nichts sehen. Oh, nee, ne? Jetzt kann ich nicht. Oh, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich überladen, kann nicht springen. Jetzt muss ich hier komplett nach unten laufen. Werf doch was ab, einfach. Damit ich das. Oh. Ihr habt sie nicht mehr alle. Oh, sag mir bitte, dass die. Oh, sag mir bitte, dass die Länge auch noch reicht. Oh ja, okay. Ich mache das mal ein bisschen mehr nach rechts, damit wir ein bisschen mehr Platz haben für die anderen. Die werden wahrscheinlich auch was breiter sein, ne? Warte mal, aber so steht das irgendwie schief. Zumindest laut dem Holz. Ich sehe. So, sieht das gut aus? Ja, ne? Geht nicht schief. So ein bisschen nah vielleicht jetzt dran, aber. Die Frage ist, ob der Elektrogenerator jetzt reicht, irgendwann noch. Ja, Das wahrscheinlich doch, den das noch. reicht. Ich habe die ja privat, habe ich alle drei das neueste gebaut und habe dann auch noch, also nee, den Kühlschrank habe ich noch nicht gebaut. Den muss ich auch noch machen, fällt mir gerade ein. Aber habe ich noch einige andere Sachen, die dann Strom brauchen, auch mit dabei. Und das geht alles mit einem Generator. Warum, weiß ich nicht. Aber ich nehme es mal so hin. Es wird Ja, ich nur hab. noch sehr eng da unten mit den Feldern, weil die anderen werden nämlich auch so sein. Ah, sehr schön. Und dann können wir die epischen, ne? Der Epi, die epischen Ultrasphären können wir dann herstellen. Gut, die sind teuer. Aber wenn wir irgendwann mal auf die Bosse und so weiter gehen, dann, also diese legendären, da brauchst du die auf jeden Fall für. Alle anderen kannst du vergessen. Ah, oh, das sieht so Okay. schick und modern aus. So richtig schön. Und was sagt der Epi? Wo ist er denn überhaupt? Ich mache jetzt die Kochstelle, die elektrische. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Aber du bist ja, irgendwie hast du mich eingeholt, dann hast du mich überholt und dann bist du komplett an mir vorbeigezogen irgendwie. Kühlschrank hätte ich in zwei Leveln. Der ist übrigens auch. Doch, warte, den Kühlschrank habe ich doch schon privat gebaut. Doch, doch, Wie lange klar. braucht ihr die Platinen zu machen? Ach du Scheiße. Ach, da. Ja, aber wenn die dir helfen, dann wird Hallo. es besser. Also wenn sie mit zwei, drei da Ja, drin sind und ja. du auch, dann geht das recht schnell. Anubis, Aber die ist der Scheiße irgendwie ist, warm? das reicht nicht. Mist. Ah, oh, den du neu reingesetzt hast, der sieht ja süß hier drin aus. Welcher? Wo? Was? Ja, der Ja. Modossa, keine Ahnung, wie er heißt hier. Aber der macht mir zu viel Pause, der muss ich immer ein bisschen den Arsch treten. Ja. Und ihr seid jetzt alle Zeuge. Der Epi schlachtet seine Pals nicht nur, der tritt denen auch noch in den Hintern. Das ist ein totaler Sklaventreiber, der Kerl da vorne. War hochwertige Metallbahn, hol lieber mal Eisen, Jetzt habe ich bitte. schon wieder Hunger. Warte mal. Ich muss mal kurz was essen. Und mein Pal irgendwie auch. Aber ich habe irgendwie nichts von dem. Achso, warte mal. Ich habe hier Eisenbarren. Aber du brauchst hochwertige Dings, ne? Hochwertige. Metallbarren habe ich nicht, Eisenbarren. Wieso habe ich die eigentlich hier drin? Ach so, weil ich das Ding abgebaut habe. Ich würde dann sagen, dann reiße ich die ab.
Ich hoffe, ich bin da nicht überladen hier. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Dann baue ich die nach oben. Weil ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass die hier oben einfach nicht in die Betten reingehen. Ich meine, gut, wir haben jetzt eh zwei Betten zu viel. Also ist das nicht ganz so extrem. Das heißt, drei Betten müssten wir dann auf jeden Fall nach unten machen. Das heißt, welche habe ich denn jetzt unten gerade abgerissen? Waffenbank. Ja, natürlich habe ich es nicht freigeschaltet. Okay, dann kann ich auf jeden Fall noch lange suchen. So, dann haben wir Alchemie. Alchemie ist wichtiger, dass man da mal eben schnell hin kann. Stellen wir das... Ist aber immer noch gut weit weg davon. Okay. Ich finde es halt komisch, dass trotzdem bei den Elektrogeräten noch die Pals dann dran arbeiten müssen. Ne? Aber gut, na gut. Du brauchst einen Koch wahrscheinlich. Ja, wegen dem Ofen meinst du? Ja. Ja gut, aber ein Ofen würde auch nicht funktionieren, wenn wir den nicht betätigen. Ne? Also stimmt schon, ist schon irgendwo eine Logik dahinter, sag ich mal. Ja, aber wer kocht das denn jetzt? Jetzt brauchst du ja keinen, der Feuer macht. Koch. Ja, aber warte mal. Benötigt Strom, benötigt Feuererzeugung auch. Hä, aber das läuft von selber. Nee, das läuft anscheinend auch von selber. Hä? Nee, du musst Feuer reinmachen. Den habe ich ja auch privat. Bin ich jetzt doof? Ich habe hier unten die elektrische Pharmazieanlage. Gibt es nicht noch eine hochwertige Pharmazieanlage? Nee, aber nur elektrisch. Ja, nur die beiden? Hm. Da muss ich echt die kleine da reinmachen. Ich dachte, ich könnte jetzt stattdessen, sage ich jetzt mal, schon mal eine verbesserte dann wenigstens hinstellen. Hm. Na gut, dann machen wir das. Alles so. Alle vier helfen mit und keiner kommt hoch. Ihr Schweine! So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Ja, ich sag mal hier die primitive Werkbank, die kann ich eigentlich wegmachen. Ich muss jetzt mal einen Boss killen. Ich muss noch mal was testen. Ich muss mal eben diesen einen. Du kriegst das nicht. Nein! Ja, aber warum? Ja, warum weiß ich nicht. Aber offenbar ist da jetzt irgendwie aktuell ein Bug drin. Keine Ahnung. Naja, nicht aktuell. Dann ist der Server schon mit der Fratze. Ach so, ja, das müsste man mal auf einen normalen Stand probieren, der nicht auf dem Server ist. Wo ist denn der Elver? Ach, da. Aber ich habe, als ich gestern drauf war, habe ich die noch bekommen. Da habe ich auch den... mit vorhin auch angezeigt. Dieses Chile oder wie das heißt. Dieses, was aussieht wie so eine Schlange, so eine Wasserschlange. Also so ein Wasserdrache. Den habe ich gemacht und da habe ich auf jeden Fall die Dinger von bekommen. Das weiß ich noch. Aber gestern halt, ne? Und es gab kein Update, soweit ich weiß, zwischendurch. Nein, es gab kein Update. Das ist wieder so ein anderer Scheißbug. Das muss irgendwas anderes sein. Jetzt geht sie einfach ins Bauteil. Jetzt habe ich sie gekriegt, doch von dem Dings habe ich sie gekriegt jetzt. Von dem Boss hier, von den normalen. Aber du kannst ja auch bei mir die Aufnahmen angucken und alles. Ich habe nichts. Ruhig. Was? Ich habe einen legendären Bauplan gekriegt. Bauplan 4 für Stoffkleidung legendär. Ja, ich habe Armbrust Bauplan 3, aber ich weiß nicht genau, was das für eine ist. Lautze. Ich mache jetzt alle Bosse kaputt. Ich mache euch alle kaputt. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Ah, mein kleiner Wuli kommt. Oder wie auch immer der heißt. Kommen sie alle hier an. Nur der eine dreht sich im Kreis und ist am Tanzen. Ich glaube, der ist ein bisschen psychisch gerade neben sich. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Der andere wollte ihm wahrscheinlich helfen. Ist jetzt wieder weggegangen. Eigentlich ist mein Wulmark ja fleißig, ne? Der ist ganz toll aus dem Ei rausgekommen.
Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, ob die jetzt, ach Mann, jetzt nimm doch die sich dann auch hier hinlegen oder ob die sich immer noch nicht hier hinlegen, wenn wir die jetzt nur unten haben, die Betten. Aber wahrscheinlich legen sie sich trotzdem nicht hin. Weil bei mir habe ich die alle unten auf der Etage und mindestens die Hälfte von denen geht gar nicht ins Bett. Die pennen einfach da, wo sie am Arbeiten sind. Und das ist irgendwie, vielleicht sind das auch die Arbeitstiere oder was, die das machen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, keine Panik. Ich weiß, wir haben jetzt eins zu wenig. Ich baue das ganz schnell. Okay, ich habe den Grindteil auch gefangen. Nein! Wie heftig. Nein? Brauchst du den auch? Nein! Wieso was kann ich jetzt? Das jetzt hier nicht... Oh, wollt ihr mich jetzt hier... Jetzt kann ich die anderen auch nicht mehr dazwischen setzen. Oh. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Wo baue ich die denn jetzt hin? Das ist ja jetzt richtig scheiße. Jetzt habe ich mir das so schön gedacht, da das Bett ja vorher auch in der Mitte stand, baue ich das neue Bett wieder in die Mitte. Ich kann aber weder genau das gleiche Bett wieder in die Mitte stellen, noch das neue Bett. Also das ist ja richtig bescheuert gemacht. Jedes Mal, wenn ich rausgeflogen bin, um die zu farmen, habe ich alles gefunden, aber nicht die. Nein! Ein Shiny Dino Dossel Dossel Dossel. Gesundheit. Hat sie. Tut mir leid. Ich hab das Shiny Dingle Dossum. Das Shiny Dingle Dossum. Nubis braucht noch. Meins ist ausgebrütet. Wen haben wir denn da? Sogar ein Angriffsstratege. Fein, fein. Alles okay mit dir? Du kannst auch gerne nach oben ins Bett gehen. Ich meine, dafür haben wir ja die Betten extra... Oh, warte mal, die schlafen ja jetzt. Jetzt will ich es aber wissen hier. 1, 2, 3, 4... Also 5 Pals sind nicht ins Bett gegangen. Einer von den kleineren Pals hat sich natürlich gerade das größte Bett ge... beziehungsweise beide kleineren Pals haben sich natürlich gerade die großen Betten reserviert. Das ist wieder super. Das haben sie wieder ganz toll gemacht hier. Ja, ich denke gerade auch so, scheiße. Mann, ich wollte eigentlich die andere Kartenseite aufdecken. Ach, ja, deswegen. Wieso stalkst du mich? Ich habe gerade mal geguckt, ob du überhaupt richtig fliegst. Ja, ich habe das alles ja noch nicht offen gehabt und wollte jetzt hier mal, dass ich da wenigstens die Sachen hier habe. Begebe ich mich mal... Da ist das. Okay. Wir sollen... Ja, hier sollen was? Hier soll ein Riesenfall sein, hat er mir gerade gesagt, der Typ. Das ist doch... Oh, was haben wir denn da? Ob ich die Geräusche hören würde, aber ich höre keine Geräusche. Ach so, so ein Typ. Die Scheiße ist, ich hatte so viele Pfeile und jetzt habe ich gar keinen mehr, ich habe null. Mach, mach, mach. Ja. Oh, ich wollte die noch gar nicht. Nein, wieso habe ich jetzt... Och, was ist das für Mist? Wieso habe ich nicht mehr den Bogen? Das weiß ich nicht. Ist das dein Ernst jetzt? Sterbe ich an diesem Mistvieh oder was? Ja, beweg dich bloß nicht in der Luft.
Ja, was interessiert mich die Kälte? Hallo? Seid ihr doof? Ja, geil! Hä? Hm? Ich trage eine spezielle Kälterüstung. Auf einmal sagt ihr mir, ach, hier ist Kälte. Und ich verreck gerade. Was ist denn das für ein Quatsch? Das habe ich auch noch nie gehabt. Kann halt passieren, ne? Dass man mit einer Kälterüstung die Kälte nicht überlebt. Ja. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Manni, das tut mir leid, aber ich glaube, dich muss ich jetzt umbringen. Ich will das wissen. Ah, war das meine Base? Der macht gar keinen Schaden, der Jetter da unten, oder? Hier, nee, es gibt 24 hochwertiges Palöl bringen die. Ja, das ist krass. Also die Mammuts, die... Nein, wieso habe ich jetzt F gedrückt? Bin ich doof? Die sind krass. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, das hier war meine Base. Da müssen jetzt natürlich gerade diese Idioten von der Genforschung sein. Also Genforschung? Ja, habe ich doch gesagt. Hä? Das sind die Institut für Genforschung, Praxisteam. Also, für alle die, die diesen Punkt hier auch suchen, der liegt ungefähr bei minus 205 und 254 hier oben im Eisgebiet. Ich habe es gefunden. Ich würde auch gerne hier einen Spawnpunkt hinmachen, aber ich glaube, wir können noch keinen machen, ne? Wir haben drei, können wir machen. Also drei? Maximal drei. Ja, ja. Sicher? Wir sind ja voll. Wir sind ja Max-Level in der Base. Das kannst du das machen. Mit Level 15. Mit 15 bist du Max-Level, nicht mit 20? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, also nicht Base-Max-Level, aber hier maximal Dings. Da stand was von 3 von 3 können wir machen. Wieso war das Steinkohle? Ich brauche noch Fuhrwerk, 3 Stück. Da oben ist noch eine. Komm zu mir, ich tu dir auch nichts. Du bist bei mir gut aufgehoben. Gibt auch immer was zu essen. Boah, es ist hart umkämpft hier. Ich mache ja fast gar keinen Schaden. Wer macht keinen Schaden? Ich. Du hast einen Schaden, das ist richtig. Mach doch mal Schaden auf den, Junge. Ach, ich bin an der Base von, von dem Stand hier von, wie heißt es? Fabian und uns hier, wo wir waren. Mein Prall macht keinen Schaden. Willst du mich jetzt hier... Jetzt. Dankeschön. Danke. Hat was gedauert, aber das hast du gut gemacht. So. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nichts dabei, ne? Das ist natürlich jetzt richtig, richtig, richtig Mist. Machen wir das so. So. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man dann tatsächlich das so halbwegs perfektioniert in der Mitte bauen will. Dass man es dann auch richtig dahin kriegt. Ich meine, gut, hier hängt es jetzt noch ein bisschen drüber. Hier hinten geht's eigentlich. Oh, den muss ich mir mal eben markieren. Ich habe ja nämlich Mamorest Christ. Also wenn du dir den auch noch holen willst, ist direkt hier beim Spawnpunkt. Ich lasse den auch jetzt drin. Nee. Hallo. Doch, das mache ich. So. Ich hab's. Das heißt, wir haben wieder erfolgreich etwas Neues gebaut. Schauen wir mal. Ich meine, hier brauche ich eigentlich nichts zu bauen, weil ja hier auch die Erzvorkommen sind. Natürlich die Frage. Man möchte Betten haben, man möchte vielleicht noch eine Oase haben. Eigentlich könnte ich hier doch soweit alles. Ich lass dich frei, Flambelle. Die haben dich einfach gefangen und du bist ganz traurig. Du bist aber jetzt nicht zufälligerweise hier gerade bei Wildern, ne? Doch, warum? Nee, du müsstest jetzt eigentlich sagen, nein, sowas würde ich doch niemals tun. Nein, würde ich doch niemals tun. Mein Vogel war da. Dein Vogel war bei den Wildern.
Den hast du erstmal suchen müssen, oder und wie? Ich bin bei diesen Scheißviechern hier, diese Kackviecher bin ich gerade. So. Ich muss was essen. Ich brauche Brot. Okay, das hier ist... Meine Rüstung ist kaputt, da muss ich erstmal die Hitzerüstung so lange anziehen. Das wäre vielleicht ein bisschen nah. Wir gehen viel zu wenig in diese Dungeons rein. Ich glaube, da sind auch noch ganz tolle Sachen und die entgehen uns komplett. Ach, ich glaube, da war zuletzt einer verbuggt, ne? Achso, ich habe keine Steine mehr. Weil ich bin da drin gewesen, wo ich gucken wollte wegen so einer Katze, die ich dann im Nachhinein allerdings nicht so bekommen habe, also nicht aus dem Dungeon bekommen habe, sondern aus dem Ei ausgebrütet habe, lustigerweise. Jedenfalls war ich in den Dungeon drin und dann ist ja normalerweise dieser Bereich, du gehst durchs Wasser, meine ich. Also da an diese Stelle gehst du durchs Wasser. Ich hab. Nein. Sehr nein. Weiter. Hallo? Und kommst dann auf die andere Seite zu. Ich glaube, es war zu einer Truhe. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und ich kam da nicht rüber. Da war kein Wasser. Ich musste dann an der Wand entlang klettern. Ich konnte unten kein Wasser sehen. Und als ich dann auf dem Rückweg eigentlich sterben wollte, habe ich dann festgestellt, dass... achso, ich sollte da vielleicht auch mal eine Kiste hinstellen. Ne? Das war ganz gut. Habe ich dann festgestellt, dass unten Wasser war. Vorher konnte ich das nicht sehen. Also das war irgendwie total seltsam. Entschuldigung. Anne. Ja, was ist mit denen, ey? Die machen mich immer platt, ey. Die Mistviecher, ey. Was läuft mit denen falsch, ey? Vor allem sind auch immer drei, ne? Ich weiß ja nicht, gegen wen du gerade kämpfst. Mann, gegen... Ja, nein, ich bin tot. Ach, ich wollte was essen. Gegen ja, nein, ich bin tot, okay. Ach, ich hab keinen Bock mehr, echt, ey. Nee. Diese Goblin... Scheiß Wichsviecher, ey. Ach, die am Wasser? Ja. Mm. Die sind sogar meistens zu fünft und immer mehr, zu dritt. Immer und dann kommen immer sofort unterwegs. Alle hin. Ja. Und ich dachte, warte mal, zwei, ich krieg vielleicht mal einen, damit ich einen hab. Ja. Scheiß was. Ins Wasser gefallen. Ich denke gerade, was kommt denn da jetzt? Ich wollte gerade sagen, wollen wir das jetzt hier wissen, was du da am Reden bist, oder... Ich habe vorhin beim Wasser mein Brot auf das Wasserglas so drüber gelegt, so quer. Und da ist anscheinend Krümmel reingefallen ins Wasser. Oder ins Glas, das war aber leer. So. Ja, dann würde ich sagen, ich kümmere mich hier auf jeden Fall erstmal noch darum. Nein. Dass ich die Basis weiter ausbauen kann. Da hinten ist schon wieder irgendwas am Leuchten. Ach, ich habe wieder nicht genug Material. Ach so, und das war dieser eine. Hallo? Naja. Was macht die? Nein, du sollst hier das machen. Nein, du sollst... Boah, ist die doof. Komm her. Nee, das machst du nicht. Du sollst ihn, das hier. Ich lasse den Epi im Hintergrund so ein bisschen meckern und motzen. Ich kümmere mich jetzt hier um die Basis hier. Der macht ja die ganze Zeit nichts. Der liegt ja faul auf der Haut und ist immer nur am Rummeckern die ganze Zeit. Und ich sorge mal dafür, dass wir hier unsere Reihenquarz... Ach, da können wir auch Anubisse reinsetzen. Das ist ja geil. Das wird noch was ganz Tolles hier. Das wird dann nicht nur ein Flugpunkt, sage ich jetzt mal, sondern da kann man dann auch wirklich hin Sachen einsammeln und wieder weg, so ungefähr. Das wird noch richtig gut, aber dazu brauche ich noch einiges an Materialien. Die muss ich mir jetzt leider erstmal von der Base holen. Also nicht das Holz, was eben angezeigt worden ist, sondern auch noch Bärensamen und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.